Hier ist die Lokalzeit Ruhr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Unimensa. Das ist ein Ort, wo sich normalerweise Studenten und Professoren tummeln, wo man Freunde trifft, zusammen isst und die Pause zwischen den Vorlesungen verbringt. Vom 18. März an stand in der Mensa der Uni Duisburg-Essen aber alles still. 7 lange Monate. Das neue Semester beginnt zwar erst Anfang November, seit heute wird in der Mensa aber wieder gekocht, gegessen und gearbeitet, trotz steigender Corona-Zahlen. Das Unileben während der Pandemie. Vielen Dank, Anna Nentwich. Ja, Kfz-Mechaniker, das ist ja für viele ein Traumberuf, jeden Tag an Autos schrauben. Andere wiederum, die lieben es ein bisschen lebendiger. Tierpfleger, das ist ein Beruf, der wirklich extrem beliebt ist. Auf die Ausbildungsplätze im Dortmunder Zoo, da bewerben sich jedes Jahr hunderte Menschen auf nur 3 Plätze. In diesem Jahr hatte Nina Martens das große Glück. Seit dem 1. September macht sie eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Die erste Station, das Hufttierrevier. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend Ihnen jetzt noch. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie Lust haben. Und jetzt geht's weiter mit der Tagesschau. Schönen Abend. Kleine Kinder mit bunten Schultüten, die fast so groß sind wie sie selbst. Vielleicht sind auch Sie einigen von Ihnen heute Morgen begegnet, denn für tausende Edithchen stand ja heute an der erste Schultag. Mehr zu diesem aufregenden Erlebnis gleich in unserer Sendung. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Ja, und zu einem ganz anderen Thema, das uns schon Anfang des Jahres bewegt hat. Ende Februar soll ein Mann aus Oberhausen versucht haben, einen Bekannten seiner Ex-Freundin mit einer selbstgebastelten Bombe zu verletzen. Er hatte ein Verhältnis zwischen ihnen vermutet. Heute fand der Prozessauftakt am Landgericht in Essen statt. Nach der Aussage des Angeklagten habe er den Bekannten nur erschrecken wollen. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber anders und ermittelt jetzt wegen versuchten Anschlags. Noch 3 weitere Prozesstage sind angesetzt. Das Urteil wird am 18. Oktober erwartet. Erinnern Sie sich noch an Ihre Schultüte? Blau mit Elefantenohren und einem Rüssel angeklebt. So sah zumindest meine vor 24 Jahren aus. Tausende Edithchen haben heute zur Einschulung ihre ganz eigene Tüte bekommen. Diese liebgewonnene Tradition können sich aber längst nicht alle Eltern leisten. Zum Beispiel, wenn sie auf Hartz IV angewiesen sind. In Mülheim hat die Flüchtlingshilfe Wir in Mülheim einen Ausweg gefunden und damit 1500 Familien aus der Klemme geholfen, ausländischen und deutschen. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Was tun, wenn Bürger ihre Schulden einfach nicht zahlen wollen? Die Stadt Herne hat jetzt eine Idee, die mit diesen kleinen gelben Kappen zu tun hat, sehen wir hier. Sogenannte Ventilwächter. Die sorgen für einen Plattfuß am Auto und sollen zum Zahlen von Bußgeldern oder Steuerschulden bewegen. In Herne sind das ganze 22 Millionen Euro. Durch Mahnungen allein schafft die Stadt bisher aber lediglich 5 Millionen einzutreiben. Und zu diesem Thema jetzt ein Kommentar von Studioleiter Ralf Makrutzki. Sie ist das Wahrzeichen von Essen und steht auf einer Ebene mit dem Tower von London, unsere Zeche Zollverein. Zu ihrer aktiven Zeit war sie die förderstärkste Tiefbauzeche der Welt. 1986 war dann Schicht im Schacht. Mittlerweile ist sie ein Ort für Kultur und Design. Vor 15 Jahren wurde Zollverein zum Weltkulturerbe ernannt. Heute ist der Stichtag, Grund genug für Nicole Nötzel dorthin zu fahren. Nicole, die Zeche noch immer ein Publikumsmagnet, oder? Ist es freundlich bei 21 Grad. Das war die Lokalzeit. Danke fürs Zuschauen. Morgen ist wieder Desiree Rösch für Sie da. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Sehr schön. Die erste Adventskerze brennt und spätestens in 3 Wochen, da sollte auch er hier, der Weihnachtsbaum in voller Pracht stehen. Unsere Reporterin Nicole Nötzel, die hat sich schon ziemlich früh mit dem Thema beschäftigt und bei einem Weihnachtsbaumverkauf in Essen-Burg-Altendorf vorbeigeschaut. Der wird von einer Pfadfindergruppe geleitet und das Besondere daran ist, die Weihnachtsbäume, die werden bis vor die Haustür geliefert. Autofahrer müssen sich in den nächsten Tagen auf Behinderungen am Autobahndreieck Essen-Ost einstellen. Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmörder von Herne, Marcel H., wurde heute das Ergebnis der Gehirnuntersuchung des Angeklagten vorgestellt. Die zusätzliche MRT-Untersuchung habe keine medizinischen Besonderheiten aufgezeigt. Wären Auffälligkeiten gefunden worden, hätte das eventuell Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit gehabt. In Mülheim ist heute ein Unterstützernetzwerk für Startups an den Start gegangen.
Das waren die Nachrichten. Es muss ein ziemlich mulmiges Gefühl für die Menschen in Recklinghausen sein. Zwei unbewohnte Häuser auf der Hochstraße drohen einzustürzen. Die Straße davor musste komplett gesperrt werden. Zu groß ist die Gefahr für Fußgänger und Autofahrer. Was aber ist mit unserem Haus, wenn das nebenan wirklich einstürzt, fragen sich die Nachbarn zu Recht. Ja, da sind sie erstmal erledigt, die Kleinen. Wer Interesse bekommen hat, Mädels und Jungs zwischen 3 und 6 Jahren können beim VfL mittanzen, einmal pro Woche für 14 Euro im Monat. Wie viel Glühwein gab es bei Ihnen schon seit Eröffnung der Weihnachtsmarktsaison? Wenn Sie gerne mal eine Abwechslung möchten, dann jetzt Augen auf. Wir stellen Ihnen nämlich eine ganz besondere Variante vor, den Glüh-Gin. Lecker und weihnachtlich sieht das aus. Wem das einfach zu schnell ging, der kann auch mal auf unserer Facebook-Seite WDR LokalZ Ruhr vorbeischauen. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit gab es gestern zum ersten Advent schon ein paar Schneeflocken. Jetzt die weiteren Aussichten. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir melden uns morgen wieder. Machen Sie's gut und tschüss. Gleich nach der Tagesschau geht es hier im WDR weiter mit genau solchen Alltagsszenen aus dem Straßenverkehr. Wem gehört die Straße? Aggressionen im Verkehr, so heißt die Quarks-Ausgabe um 20.15 Uhr. Aufregung, aufregen, das tun wir uns gerne im Straßenverkehr. Und viel Grund zum Aufregen, das gab es auch beim Thema Fußball bei uns im Revier. Schalke, Schalke, Schalke. Der Tönnies-Skandal begleitet uns seit Tagen. Da ist bei uns fast untergegangen, dass es ganz um die Ecke von der Schalke-Arena auch eine richtig positive Neuigkeit gibt. Ein Stadion, das einen Frauennamen trägt. Ja, das soll es tatsächlich geben. Also gedanklich mal kurz weg von Schalke hin zum Livia-Leichner-Stadion. Und jetzt unsere Aussichten, ihr sein Wetter oder so. Sie wissen, was ich meine. Wir haben gestern schon in unserer Sendung darüber berichtet. Eine 16-Jährige ist am Dienstagmorgen von einem Unbekannten in Mülheim angefahren worden. Das Schlimme daran, sie wurde dort einfach liegen gelassen. Im Moment ist die 16-Jährige noch im Krankenhaus. Von dem Unfallverursacher fehlt aber jede Spur. Die Polizei sucht jetzt mit Hochdruck nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. 12-Jährigen im Essener Stadtteil Rüttenscheid fahndet die Polizei nach 2 Tatverdächtigen. Der Junge war am Montagmorgen um 7:30 auf dem Weg zur Schule, als er in einem Park an der von einem Straße ein mutmaßliches Drogengeschäft beobachtet haben will. Dann kam es nach Aussage des Jungen zu dem Angriff. Die Deutsche Bahn informiert Anwohner in Gladbeck ab heute über geplante Lärmschutzmaßnahmen entlang der Gleisstrecke nach Oberhausen. Der Kulturpott Ruhr zieht nach 5 Jahren eine positive Bilanz. Mittlerweile vermittelt er 8.000 Menschen mit wenig oder keinem Einkommen Tickets für kulturelle Veranstaltungen. Er wird über Spenden finanziert und möchte Kultur für alle möglich machen. Für die Anmeldung in den Zweigstellen, unter anderem in Gelsenkirchen und Mülheim, ist nur ein Einkommensnachweis nötig. Das war uns mit ihren 70 Jahren eigentlich ziemlich up-to-date, was das Internet angeht. Surfen, Videos auf YouTube schauen, das alles bereitet ihr mit ihrem Smartphone überhaupt keine Probleme. Als plötzlich aber einige Seiten nicht mehr geladen werden konnten, da ist sie zu einem Handyshop gegangen, um nach Hilfe zu fragen. Doch statt das Problem zu lösen, jubelte man ihr insgesamt 3 Verträge unter. Als ihr Mann die stornieren wollte, sollte er 300 Euro zahlen. Aber storniert sind die Verträge immer noch nicht. Von den grauen, aber sehr süßen Koalas zum grauen Wetter, wie es weitergeht, hier die Aussichten für die kommenden Tage. Mal wieder Regen zwischendurch und nur selten ein paar freundlichen Phasen. Das ist eben der November, das war Ihre Lokalzeit für heute. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, angenehmen, entspannten Abend und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut und tschüss. Mit Anna Fleischhauer. Und jetzt schließen Sie mal kurz die Augen und erinnern sich an Folgendes. Das Gefühl, die wärmende Sonne auf der nassen Haut zu spüren, den Duft von knusprigen Pommes zu riechen und glückliche, kreischende Kinderstimmen zu hören. Wo sind wir? Natürlich im Freibad. Ja, da kann man richtig stolz drauf sein, finde ich, auch als Lehrer der beiden. Jan-Michael Banschkus ist bei uns. Sie haben das Projekt mit beaufsichtigt. Jetzt sind Sie mit dem Projekt in der Lokalzeit. Wie fühlt sich das an? Definitiv. Die beiden Jungs haben das ja zum Teil dann auch weiter zu Hause gemacht und getüftet. Wie viel Krisen stecken da denn auch drin? Wie haben Sie als Lehrer den beiden auch geholfen, wenn es mal gehakt hat, weiterzukommen? Zu motivieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben, an der Lösung zu tüfteln, auch wenn es mal hakt oder wenn vielleicht die Aussicht gar nicht so positiv. Genau, das ist kein Problem und das hat ganz gut funktioniert. Ja.
Hat man in dieser Pandemie denn, also aus Ihrer Sicht, so mehr Jugendliche, die tatsächlich erfinderisch werden und rumtüfteln? Ist das so ein bisschen die Zeit, die man jetzt mehr hat? Als Schule, wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Beide Schüler irgendwie alle Möglichkeiten offen haben. Klasse, dann vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg weiter. Danke sehr. Wer in der Stadt wohnt und eine, freue mich auf morgen und dann auf Sie. Jetzt geht's weiter mit der Tagesschau. Bis morgen, tschüss. Sehr gut. Und jetzt schalten wir nochmal zu Stefan Göke. Nur noch ein paar Minuten sind die letzten Geschäfte offen. Stefan, du bist ja schon den ganzen Tag in Bochum unterwegs. Wie ist denn dein Eindruck? Wie voll war es heute? Angelika Wagner, Referentin für Arbeit und Arbeit im Bistum Essen, ist jetzt bei uns. Schön, dass Sie da sind. Auf den neuen Shutdown müssen wir uns ja alle einstellen. Inwiefern trifft das aber Menschen, die obdachlos sind, nochmal besonders? Auch die Situation in den Innenstädten, viele obdachlose Menschen, die leben ein Stück weit ja auch vom Betteln, von den Spenden der Menschen. Und das fehlt auch weg, wenn die Menschen nicht mehr in den Innenstädten. Und es war ja auch nicht nur ein Anlaufpunkt, um Essen zu bekommen, sondern auch um die Menschen, die sonst draußen leben, denen mal die Möglichkeit zu geben, auch drinnen zu sein. Auch das fällt ja weg. Wie wird das jetzt geregelt? Dass so viele Leute wie sonst reinkommen, geht halt nicht mehr. Viele Einrichtungen auch. Jetzt heißt es, es sind so um die 600 Menschen im Ruhrgebiet, die obdachlos sind. Aber zum einen sind das wahrscheinlich deutlich mehr. Zum anderen werden es wahrscheinlich traurigerweise deutlich mehr werden, weil viele Menschen ja existenzielle Ängste haben. Vielen Dank für Ihren Besuch und das Thema. Ja, fehlen eigentlich jetzt nur noch die Kerzen. Wie man stinknormale Kerzen aufpeppen kann, das bekommen Sie heute in unserem Adventskalender zu sehen. Türchen Nummer 15. Das war's von uns, von der Lokalzeit Ruhr. Schön, dass Sie dabei waren. Jetzt noch einen entspannten Vorweihnachtsabend zu Hause. Jetzt die Tagesschau. Mit Anna Fleischhauer. Ja, in der Sonne in Mülheim gab es am Wochenende noch eine andere tolle Aktion. Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Hauptbahnhof gekocht. Allerdings ohne, dass die Köche genascht haben. Denn die waren gläubige Muslime. Man mag es ja eigentlich gar nicht mehr hören, aber es begleitet uns nun schon einfach seit über einem Jahr. Die Pandemie, die ist für uns alle eine ziemlich große Geduldsprobe. Vor allem auch für ältere Menschen, denn viele vereinsamen in dieser Zeit. Damit das nicht passiert, ist in Herne vor 4 Monaten ein ganz besonderes Projekt entstanden. Eine Demenz-WG für ältere Menschen. Unter dem Motto, wir können auch positiv. Und diese Ereignisse haben Sie ganz bestimmt auch mitgeprägt. Gabriela Funke, Mitglied dieser WG, haben wir gerade auch selbst viele Jahre lang als Altenpflegerin gearbeitet. Wie ist es jetzt aus dieser Position, aber vor allen Dingen als Tochter heraus, diese Bilder von Ihrem Vater zu sehen? Ihre Frau oder seine Frau lebt im Pflegt. Wie schwer war das, ihn davon zu überzeugen, in diese WG zu gehen? Für mich, ich hatte oft zu wenig Zeit. Genau, eine Operation hatte ich, glaube ich. Auf die alten Tage. Wanderung war auch immer mit. Vielleicht noch welche Tipps? Es haben so viele Menschen Angehörige, die unter Demenz leiden. Was für vielleicht 1-2 Tipps haben Sie noch? Sie dort abholen, wo sie sind, in ihrer Welt einfach auch belassen. Ja. Ne, nicht gut aufgehoben zu sein. Er ist sehr gut aufgehoben. Ja. Vielen herzlichen Dank gerne für das Gespräch. Und jetzt nochmal.